Ich habe eine kurze Frage, kurz bevor das eigentliche Video beginnt. Und zwar möchte ich euch fragen, mit welchem Verein ich noch eine Accept All Challenge machen soll. Ich bin jetzt wirklich gehypt, Karriere auch wieder ein bisschen mehr durchzuziehen auf meinem Kanal. Ich habe wirklich früher als Kind immer Karriere gezockt und ich will es einfach wieder auf meinem Kanal bringen, auch eben dann zu FIFA 18. Und ich habe ja auch jetzt noch die Y-Kombi-Karriere gestartet und die werde ich natürlich auch noch ein bisschen weiterführen in FIFA 17. Und ich will aber auch noch eine Accept All Challenge machen. Das heißt, eine ganze Saison lang alle Transferangebote akzeptieren. Egal, ob da jetzt irgendein guter Spieler weggekauft wird oder so, man muss alles akzeptieren, was einem sozusagen an Transferangeboten reinkommt. Und da möchte ich euch fragen, mit welcher Mannschaft sollen wir das machen? Sollen wir es mit PSG machen, mit Man U, mit Real, mit Barcelona, vielleicht mit Liverpool oder so? Schreibt mir den geilen Verein in die Kommentare und dann werde ich das auf jeden Fall demnächst aufnehmen. Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir die allerersten offiziellen Player Ratings zu FIFA 18 am Start. Platz 100 bis 81 schauen wir uns heute mal an. Ich selbst habe sie noch nicht gesehen, ich lasse mich auch überraschen. Checkt auf jeden Fall gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Ich bin gerade vom Training gekommen, deswegen auch ein bisschen so, ja, bisschen on fire, sage ich mal. Ich will jetzt auf jeden Fall mir hier die Ratings anschauen. Ich bin gespannt. Wir gehen direkt mal rein mit dem ersten Rating. Und das ist Bernardo Silva mit einem 84er Rating. Ihr müsst doch immer bedenken, die 84er, das sind dann die Karten, mit denen man wieder gut investieren kann, gut traden kann und so, falls irgendwelche SBCs rauskommen. Dann haben wir Sami Khedira auch mit einem 84er Rating. Dazu dann Mané mit einem 84er Rating, wurde auch ein bisschen geupgradet. Dani Alves geht auf eine 84, okay. Damit kann man auf jeden Fall auch noch leben, hat an sich auch noch sehr, sehr gute Werte, bisschen wenig Physis und ja, keine 4-Sterne-Skills. Das natürlich auch. So, wir gehen weiter. Asensio, auch mit einem 84er Rating, ZOM, hat ganz gute Werte, nicht so hohen Tempowert, aber geht eigentlich vollkommen in Ordnung. 4-Sterne-Skills und ja, Medium Arbeitsraten geht eigentlich vollkommen klar. Also den kann man auf jeden Fall spielen, zum Beispiel mit Isco oder so, gibt natürlich dann auch den Hyperlink. Und da kann man auf jeden Fall sich ein ganz gutes Team zusammenbauen. Wir gehen weiter zum nächsten und das ist Falcao wieder mit einer 84. 4 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skills. Ein bisschen langsam natürlich mit 69 Tempo. Dafür aber 84 Schuss und das ist natürlich immer noch sehr, sehr nice. So, nächster Spieler ist Icardi, bleibt auf einer 84. Und der, ja, ist von den Werten ja auch immer nur so mittelmäßig. Wenn er dann viele Informs und so bekommt, dann wird er immer richtig, richtig gepusht von den Werten. Also insgesamt wird er wahrscheinlich auch wieder ganz gute Werte kriegen auf seine Informkarten und so, aber da hätte ich mir schon gedacht, dass der vielleicht noch ein bisschen ein Upgrade bekommen könnte, bekommt er aber nicht. So, Dele Alli, 84, okay, das ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht übertrieben krass. Hätte ich mir vielleicht auch sogar eine 85 gewünscht. 4 Sterne Skills, das ist nice, das hatte er nämlich nicht. Ich glaube, er hatte 3 Sterne Skills in FIFA 17. Jetzt eben auch mit den 4 Sternen, High, Medium, Arbeitsraten und extrem solide Werte. Also der hat wirklich eigentlich jeden Wert bis auf die Defensive extrem basic, sage ich mal. Also da ist jetzt nicht wirklich was Herausragendes, aber der ist auf jeden Fall allgemein sehr, sehr nice. Und deswegen kann man den auf jeden Fall spielen. Und Dele Alli war in FIFA 17 schon so ein kleiner Lieblingsspieler von mir. Deswegen freue ich mich, dass der da auf jeden Fall ein ganz schönes Upgrade bekommen hat und eben jetzt auch die 4 Sterne hat. So, wir gehen rein zum nächsten und das ist Bernd Leno. Der geht, glaube ich, runter auf eine 85, hat aber trotzdem extrem gute Werte für einen Keeper. Also da ist auch wirklich nichts schlecht von diesen Werten und das passt eigentlich alles. Weakfoot 4 Sterne, sieht man auch nicht so oft, aber ist jetzt auch mit einer 85 am Start, der Bernd Leno. Der nächste Mann ist Marquisio und der geht runter auf eine 85. Da habe ich mir gedacht, dass der vielleicht sogar noch weiter runter geht, aber Marquisio ist trotzdem noch ein saustarker Spieler, hat trotzdem noch gute Allround-Werte und immerhin wirklich noch High Arbeitsraten, 4 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills. Also der ist schon eigentlich eine sau overpowerte Karte, muss man ganz ehrlich sagen. Der wurde ein bisschen vernachlässigt, würde ich fast sagen, in FIFA 17. Den haben nicht so viele gespielt, obwohl der eigentlich wirklich eine kranke Karte ist. Nächster Spieler, 90. bester Spieler sozusagen, ist Rouvier mit einer 85. Ganz klassisch, passt eigentlich alles. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. So, dann gehen wir weiter. Ilkay Gündogan wieder mit einer 85. Hat auch ganz gute, solide Werte, könnte vielleicht an der Defensive den ein oder anderen Punkt mehr bekommen, aber 4 Sterne Weakfoot und 4 Sterne Skills. High Medium Arbeitsraten gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall auch ganz easy spielen im Mittelfeld. So, dann kommt hier Subasic mit einer 85, wurde geupgradet auf eine 85
Und ja, Bernd Lehner hatte vorher 4 Sterne Weakfoot, er hier hat nur 2 Sterne Weakfoot, aber es ist eigentlich eh nicht so wichtig für einen Keeper. Hat auch einfach nur starke Werte, gibt es auch nicht viel zu ihm zu sagen. Nächster Spieler ist dann Raphael Varane mit einer 85. Der geht hoch um einen Punkt und das ist natürlich sehr, sehr nice. Denn dann gibt es Ramos, Fernandes, Varane und viele weitere, die man da ganz gut spielen kann. Und Varane hat immer noch sehr gute Werte. 79 Pace, 79 Physis, 84 Defending, Medium-High Arbeitsraten. Also das passt eigentlich alles wirklich perfekt. Den werde ich auf jeden Fall wieder spielen in FIFA 18. Dann geht es hier weiter mit Click, 85er Rating, auch um 1 hoch. Das Problem bei ihm ist einfach, der ist halt wirklich sehr, sehr langsam. 86 Defending, 84 Physis, geht aber trotzdem alles in allem komplett in Ordnung. Hat wenig Arbeitsraten nach vorne dafür, Medium nach hinten, das heißt, es geht eigentlich auch klar. Also, du kannst ihn spielen, aber er ist halt ziemlich langsam, deswegen werden ihn die meisten wahrscheinlich dann doch eher nicht verwenden. Dann kommen wir zu Barzagli, der geht runter auf eine 85, 73 Physis, 88 Defending, 71 Tempo, kann man auch spielen, ein richtig solider Verteidiger und vor allem die Arbeitsraten. Die sprechen für sich, Low und High ist natürlich perfekt für einen Innenverteidiger und ja, das passt auf jeden Fall so. Nächster Spieler und das sind jetzt auch wirklich schon die letzten, die da jetzt kommen. Kompany mit einer 85, 84 Defending, 83 Physis, hört sich gut an, aber dann sieht man natürlich das Tempo, 63 Tempo. Es ist halt das Problem, Tempo ist an sich immer wichtig, auch wenn es von FIFA-Teil zu FIFA-Teil immer unwichtiger wird, es ist an sich trotzdem noch wichtig. Deswegen wird immer ein Spieler, ein Innenverteidiger mit einem 80er-Tempo-Wert häufiger gespielt und öfter gespielt als ein Spieler mit einem 60er-Tempo-Wert. Deswegen wird Kompany wahrscheinlich auch nicht halb so häufig gespielt werden, war ja in FIFA 17 auch so. Ich meine, wie oft habt ihr Kompany in irgendeinem Team gesehen? Ich habe den selten gesehen, außer in irgendeinem Basic BPL-Team. So, dann kommen wir weiter und das ist Henrik Mkhitaryan, bleibt auf RM-Position, 86 Tempo, 79 Schuss, 80 Passen, 86 Dribbling, 70 Physis, High Arbeitsraten, 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, geht vollkommen in Ordnung, kann man da perfekt spielen mit Lukaku und Martial, ist eine schöne Achse da vorne und das freut mich auf jeden Fall, dass der jetzt auch mit am Start ist mit einer 85. Der nächste Spieler ist Carrasco, jawohl, der geht hoch auf eine 85, das freut mich sehr, denn den habe ich in FIFA 17 sehr, sehr gefeiert. 88 Tempo, 79 Shooting, 63 Physis, leider nur unter Anführungszeichen dafür, 78 Passen und 87 Dribbling. 4 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. High-Medium-Arbeitsraten passt eigentlich auch für einen linken Mittelfeldspieler. Ich habe ihn einfach sehr, sehr gerne gespielt, weil ich halt zum Beispiel Suarez und Bale dann vorne hatte. Und mit ihm war das halt eigentlich ganz gut. Mir hat nämlich Neymar zum Beispiel nicht ganz so gut gefallen in FIFA 17. Deswegen war da Carrasco schon ganz wichtig für mich. Und ja, den kann man eigentlich auch ganz gut linken. Zum Beispiel mit irgendeinem Lukaku, mit einem Mertens und mit sonstigen Belgiern. Also der ist ganz, ganz gut und ich fand den halt auch in FIFA 17 eigentlich ziemlich stark. Deswegen freut es mich, dass der hochgegangen ist auf eine 85. So, das müsste der letzte Spieler sein und das ist Ter Stegen mit einer 85. Alle Werte, die er als Tormann braucht, sind auf jeden Fall ganz hoch. Alle über 80, alle wichtigen, Tempo auf 38, das interessiert aber jetzt auch nicht wirklich wen. 4 Sterne Weakfoot hat der gute Ter Stegen auch am Start, akrobatischer Torwartstil und ansonsten gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, war es das an sich jetzt auch schon wieder. Wir schauen hier nochmal kurz, wann die neuen rauskommen, wann die weiteren Ratings rauskommen. Das würde mich natürlich interessieren. Steht hier aber, glaube ich, noch nicht. Da steht coming soon. Ja, auf jeden Fall, wenn sie rauskommen, werde ich euch natürlich versuchen, direkt zu informieren. Ich gebe mein Bestes. Und Freunde, ich schaue hier kurz nochmal was. Und zwar Web-App. Ich möchte schauen, ob man da vielleicht schon reinkommt. Okay, gut. Über den Account geht es jetzt mal nicht. Also über die Seite, weil ich das Passwort da nicht gespeichert habe. Ich wechsle kurz den Browser und dann hören wir uns gleich wieder. Also, Account ist gewechselt und ich möchte nur mal schauen, was da passiert, wenn man auf Web-App geht. Okay, man kommt noch in die FIFA 17 Web-App. Ich dachte nämlich, vielleicht kommen da jetzt irgendwelche Infos zur FIFA 18 Web-App. Falls da nämlich irgendwas rauskommt, dann werde ich euch natürlich direkt informieren, falls zur Web-App irgendwas rauskommt. Und ja, Freunde, das war es an sich jetzt auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mir auf jeden Fall auch unbedingt noch in die Kommentare, mit welcher Mannschaft wir die Accept All Challenge machen sollen. Ja, Karrieremodus bin ich jetzt auf jeden Fall gehypt, auch zu FIFA 18 wird Karriere kommen. Und dann war es mit dem Video, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.